Hallo, ich bin der Johannes. Ich fahre den Audi RS2, Baujahr 94. Neueres Auto kann ich mir leider nicht leisten. Habe das Auto jetzt seit 8 Jahren und letztes Jahr komplett neu aufgebaut, neu lackieren lassen. Bloß Umbauten sind jetzt an dem Klassiker eigentlich nichts. Nur die Felgen, Gewinde, Fahrwerk und selbst zusammengeschweißten Auspuff für einen ordentlichen Sound. Was man natürlich nutzen muss bei so einem 5-Zylinder Turbomotor. Zu meiner Sache, ich bin gelernter Schreiner, schraube selber an dem Auto, weil ich Abwechslung zum Beruf brauche. Ich bin seit letztem Jahr im Forum und auch im Audi RS Club. Dazu kommen bin ich eigentlich nur durch Zufall, ein bisschen rumgoogeln nach Audi RS2 und so, weil ich finde dann immer so viele Teile und Sachen und dann bin ich auf das Forum gekommen und dann auf den Audi Club und habe mir gedacht, das ist eine coole Sache, lauter coole Leute, lauter Verrückte so wie ich und da gehe ich natürlich dann sofort dazu. Ja, ich bin Patrick, 35, fahre einen Audi RS4 B5 seit ca. 5 Jahren. Ständig am Umbauen, am Basteln und am Tüfteln. Was wurde umgeändert? Eigentlich 20 Zoll Räder sind drauf. Es ist ein Luftfahrwerk von Elif verbaut. Es sind Keramikbremsen vom Audi S7 und R8 verbaut. Motormäßig wurde auch einiges gemacht, sind ca. 550 PS momentan drin. Ja, ich bin jetzt seit 2010 auch in dem Forum, im RS Quattro Forum. Ich komme auch schon öfter, jetzt also die letzten Jahre auf jeden Fall, auf das Treffen in Ingolstadt an der Audi Piazza. Arbeite auch dort im Werk, also ich bin da öfters eigentlich, also eigentlich jeden Tag, sagen wir es mal so. Und es macht immer recht viel Spaß mit den ganzen Jungs und auch Mädels auf diesem Forumstreffen, ja. Also ich bin der Markus und ich fahre seit 2009 eben den RS4 B7 als Limousine und ich habe relativ schnell Sachen gemerkt, die ich vielleicht ein bisschen verbessern könnte und so bin ich dann auch durch einen Kollegen aufs Forum aufmerksam geworden, bin dann so eben auch zu meinen Felgen damals gekommen und dann hat sich eins zum anderen irgendwie ergeben, dann habe ich gemerkt, ja tiefer wäre auch noch schön und dann habe ich noch eben die ein und anderen Sachen da verändert, dann eben der Auspuff wurde auch noch geändert. Innen habe ich dann auch noch ein paar Sachen veredeln lassen mit Alcantara und ja, nun bin ich halt eben überglücklich mit dem Auto und das werde ich auch nicht mehr hergeben. Und für mich einfach ist das mein Traumauto, weil es vom Gesamtkonzept einfach super stimmt. Ich fahre viel mit dem Auto, es geht nichts kaputt, schaut immer gut aus und einfach zeitloses Design und der Sound ist auch super.
bin der Alex Vogt. Ich bin mittlerweile leider schon 44 Jahre alt, gefühlte 20. Bin aufs Forum aufmerksam geworden, da hat mir irgendein Kasperl mal vor 15 Jahren oder so, oder vor 12 Jahren, weiß nicht mehr, einen Zettel hingehängt, dass ich mich da anmelden sollte. Habe ich dann gemacht. Denk eigentlich immer, dass ich an meine Autos nichts rumschraube, aber dann tue ich es leider doch wieder zum großen Leidwesen meiner Frau, die sagt, das Geld könnte man anders verwenden. Stimmt natürlich nicht, besser anlegen kann man es nicht. Ist halt einfach cool, weil da richtig lässige Leute drin sind und da kann man mal vom Berufsalltag ein bisschen abschalten und da lernt man normale Leute kennen. Hinter mir der Bock, ich weiß auch nicht, mich zieht es halt immer so hin zu Autos, die nicht so ausschauen, wie wenn sie so schnell wären, und wenn man dann andere Leute ein bisschen kratzen kann, das macht richtig Spaß. Der hat jetzt ein bisschen mehr Leistung, so um die 750 PS, 1100 Newtonmeter Drehmoment, dann haben wir ein bisschen tiefer gelegt, Felgen drauf geklatscht und jetzt auch noch eine Auspuffanlage, damit er dementsprechend Krach macht. Dann hat man so deinen Spaß damit.